wären wir wieder am Strand mit dem kleinen Fischerboot. Und hier müsste es jetzt zu den anderen Sirenen gehen. Auch wenn das nicht unbedingt der Turm ist, aber die Sirenen droppen ja die Perlen, die Pfeile und am allerwichtigsten 2000 Erfahrungspunkte jeweils. Und die können wir momentan echt gut gebrauchen. So, bisher aber nichts. Kein Du-Du-Du-Du-Du. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall schon mal praktisch für das Gewitter, das Shahira gleich zaubert. Und das sieht doch aus, als wenn hier eine Sirene... Ha? Oder? Als wenn hier eine Sirene rumlungern könnte. Nö, doch nicht. Aber hier war das gewesen, wo wir es gehört haben. Whoops. Okay, die macht sich gerade unsichtbar. Feuerball dahin. Shahira näher ran. AI aus. Krieger schon mal bereit machen. Immun wartet, um ihr magisches Dings zu benutzen. Oh, das soll erstmal reichen. So, Shahira ist nah genug dran. Kann ihr Gewitter zaubern. Warum ist sie nicht mehr aggressiv? Nein, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt gerade... Okay, die scheint nicht böse zu sein. Brechen wir den Feuerball ab. Es ist doof, ein guter Charakter zu sein. So, sprecht ihn mal an. Das ist hier nicht euer Zuhause. Hier wohnt Sild Stamm. Ihr dreckigen Landbewohner sollt euer Eindringen teuer bezahlen. Ja, toll. Und dafür habe ich den Feuerball jetzt abgebrochen. Hat sie wenigstens ihr Gewitter gezaubert? Nee, hat sie nicht. Also, nochmal das Ganze. Du zauberst das Gewitter auf die da. Und du... Magisches Geschoss. Schauen wir mal, ob es gleich 3 oder 2 sind. Und der Rest prügelt auf sie ein. Du schießt. Ah, Minsk ist übernommen. Mist. Sie muss schnell sterben. Oh, da sind noch 2. Das ist gar nicht gut. Okay, versuchen wir diesmal ein bisschen besser zu positionieren, das Ganze. Da hinten hin. Und ihr beiden weg da. Ah, die zaubern beide das Beherrschen. Also zauber schnell dein Feuerball. Und du ein Gewitter auf die da. Und du versuch die zu unterbrechen. Und Girugon wurde übernommen. Nein! Okay, Kalle könnte das aushalten, aber Dünni hält nicht Minsk aus. Also das haben wir gelaufen. Ihr geht auch einen Schritt zurück. Oh, das... Ja, das ist nicht gut. Du... Es sind immer noch 2. Brandöle haben wir auch keine mehr, ne? Nee. Was machen wir da? Wir laufen erstmal weg. Aber wenn die Hälfte unserer Gruppe übernommen ist, dann macht es nicht wirklich viel Sinn, weiterzukämpfen. Das ganze Entzaubern können wir meines Wissens nach auch nicht. Also wenn wir Magie brechen hätten, dann könnten wir es, was haben wir leider nicht. So, da kommen die beiden. Versuchen wir mal. Du stellst dich in den Weg und hoffst, dass die Krieger dich angreifen. Du wartest einfach. Du sollst die aber nicht angreifen. Okay. Okay, die bleiben stehen.
Jetzt kommt Shahira da nicht an, oder wie? Mist. Na gut, heil dich hoch, so gut es geht. Du heilst ihn mit. Und alle, die Gift entzaubern können, sind übernommen. Super. So, jetzt wirst du aber dein Gewitter casten können. Genau. Und Immun schießt auch auf die. Kalt versucht man da auch zu heilen. Okay, wir sollten aber jetzt alle auf einen gehen. Alle auf die da. Hat sie ihr Gewitter gezaubert? Ich sehe nichts. Warum macht sie das nicht? Ist sie unsichtbar? Ah, ja, das ist ziemlich ärgerlich. Also erweiterte Unsichtbarkeit wahrscheinlich. Na gut, Flammenklingen und Angreifen, da hilft nichts. Immun ist verwirrt. So, auf da. Komm, Kalle, du schaffst das. Ah, und die sind wieder sichtbar. Schön, schön. Blitzschlag. Dort auch. Auch wenn der Blitzschlag jetzt auch unsere Leute treffen kann. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. So, die wäre tot. Jetzt noch der da. Immun, ach, ist immer noch verwirrt. Und Düne hier hängt da hinten rum. Na gut. Alle auf die da. Und hoffen, dass der Blitzschlag... Ja. Okay, Kalle bleibt da und du laufst einfach ganz weit weg, damit unsere Leute nicht geröstet werden. Weil wenn ich mich richtig erinnere, kommen die Blitze nur in einem Umkreis um sie. So. Und du überlebe einfach. Haben wir noch Heiltränke? Auf keinem Charakter, der zugänglich ist. Ah, toll. Nein, nein, schieß nicht auf unsere Leute, Immun. Böse, Immun. Naja, das dauert jetzt einen Moment, denke ich mal. Aber die werden wohl irgendwas bewacht haben. Wer ist da der Piratenschatz? Weil diese lüsterne Diebin meinte ja, dass sie was von einem Wesen bewacht werden. Vielleicht war das Wesen einfach die Sirene. Oh, schickt Minsk es wieder unter Kontrolle. Alle außer Immun und Düden her. Okay. Können wir schon ein bisschen einsammeln. Düne hier haben wir jetzt auch wieder. Ah, die beiden hatten keine Pfeile dabei. Die haben sie mich alle auf uns verballert. Das waren die Giftpfeile, die wir abbekommen haben. So, lassen wir Immun mal da im Wald stehen. Kann sie gegen einen Baum schießen, wenn sie mag. Speichern wir kurz. Und heilen uns hoch, wenn wir noch Heilzauber haben. Ja, schaut gut aus. Nochmal. Das war's. Na komm, Immun. Du bist verwirrt, ja. Intelligenz 3. Aber trotzdem, komm. Na gut, wir dürften trotzdem rasten können, wenn wir nah genug dran sind. Und das müssen wir eigentlich eh, bevor wir uns da hinwagen. Und schlafen. Jupp. Ah, super. Keine Sirenen, die einen in der Nacht überfallen. So, und die andere ist hier irgendwo gestorben, ne? Na, hoffentlich ist ihr Zeug noch da. Das wäre jetzt ärgerlich, weil die schien ja was Besonderes zu sein. Also ich sehe nichts. Ah, doch, da. Ah, nö. Nur das, was alle Sirenen haben. Na, no, hier ist ein Eingang. Okay, dann zauber mal Signum.
Kosten kommen. So. Speichern nicht möglich, speichern nicht möglich. Gespeichert. Und rein da. Okay, scheint etwas größer zu sein. Schick mal Gerogon vor, weil er am meisten Lebenspunkte hat, was Fallen angeht und so. Immun war da bisher ja nicht sehr zuverlässig. Was bist denn du? Ein Fleischgolem. Die kennen wir doch bisher nur aus der Hohen Hecke. Mal schauen. Hm, 2000 Lebenspunkte und die halten nichts aus. Obwohl, oh, kritischer Treffer, 32 Schaden. Dann halten sie wohl doch was aus und wir hatten einfach nur Glück. So, Gerogon wieder vor. Ah. Das könnte der Schatz sein. Da ist noch so ein Golem. Alle rauf. Oh, ich sehe keine Steine mehr. Ah, die teilen schon ein bisschen was anders. Aber die sind echt machbar. Und die bringen genauso viele Erfahrungspunkte wie die Sirenen. Sind aber wesentlich angenehmer als Gegner. So, dann schauen wir doch mal. Das könnte der Schatz sein, ja. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe auch wenn jetzt 312 Goldmünzen nicht mehr ganz so viel sind. Aber wir haben noch was Magisches. Und noch was Magisches. Und noch was Magisches. Oh. Und Tränke. Ja, hat sich definitiv gelohnt. Auch wenn der Kampf gegen die drei Sirenen echt übel war. So, was haben wir denn hier? Ein Handbuch der Gesundheit. Das liest doch gleich mal Gerogon. Wieso war das? Und gelesen. Konstitution wurde auf Dauer um einen Punkt gesteigert. Das heißt, er hat jetzt 19. Mit 19 regeneriert man, glaube ich, schon Lebenspunkte. Aber bin ich mir nicht sicher, könnte auch 20 sein. Aber jetzt 75 Lebenspunkte? Hatte er doch vorher auch, oder? Ne, 70 hatte er. Ja, schön, 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 schön. So kann das weitergehen. Was ist das? Kann sie noch nicht. Na gut, weiter plündern. Tränke, Tränke, Tränke und Wurfdolche. Die Tränke können zumindest, die werden verkauft. Was ist das für ein Trank? Infravisionstrank. Ja, nee, kann auch verkauft werden. Und ein Umhang. Kann sie auch noch nicht. Na gut, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Vielleicht ist noch mehr bei dem Schatz. Als nur der Haufen da. Obwohl das schon ein sehr guter Loot war. Also allein der plus 1 Konstitutionsbonus ist unbezahlbar. So, noch ein Golem. Hält dich mal, wo ist der Rest hin? Ah. Na gut, das war's wohl mit der ganzen Höhle. Ist hier noch was? Nö. Na gut, raus hier. So, das war aber immer noch nicht der Turm, den wir gesucht haben. Das war nur der Piratenschatz.